Hi Leute, Genie oder Wahnsinn? Ja, ich wollte heute mal ein bisschen zum Nachdenken anregen über Leute, Entdecker, Erfinder, Genies, die in der Gesellschaft sogar anerkannt sind und dann oft als irgendwie wahnsinnig hingestellt werden. Oder zu diesem Thesen Genie und Wahnsinn oder auch dazu, dass man völlig verdrängt, wie diese Leute auf Erfindungen gekommen sind und wie wir profitiert haben. Die ganze Gesellschaft beruht auf den Dingen, die diese Leute gemacht haben. Und dann sollte man auch, denke ich, wissen, wie die denken, weil die haben anscheinend wesentlich mehr drauf als wir. Wesentlich mehr auf dem Kasten als wir. Und dann meint man immer, wenn man dann irgendwas Abstruses oder was man nicht versteht von denen hört, dass es dann irgendwie, dass sie da halt wahnsinnig geworden wären oder da hätten sie, wären sie halt ein bisschen abgedreht, wie so Genies halt sind oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Genau das, was diesen Genie ausmacht, ist nicht dieses beschränkte Denken, was wir haben. Es ist die Fantasie und das über Grenzen hinausdenken und nie das Differenzierte auf einen Bereich gedacht. Und wenn man sich mal anschaut, was diese ganzen Leute, auch diese Universalgenies, die haben eben in jedem Bereich was einbringen können. Leonardo da Vinci, Einstein, genauso wie diese ganzen Leute, diese ganzen Erfinder und Entdecker, alle Leute, die richtig denken konnten, waren Vegetarier eigentlich. Tesla, Newton, Einstein, Pythagoras und so weiter. Und dann sollte man mal weitergehen und sich mit diesen Personen befassen. Wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, Pythagoras, über was Pythagoras dann redet. Pythagoras ist ja nur irgendwie bekannt wegen Mathe, hat der Satz des Pythagoras oder so. Pythagoras spricht über esoterisches Wissen, wobei man auch Esoterik nicht diesen Eso-Quatsch und so, was irgendwie dann so abgestempelt wird, drunter verstehen sollte, sondern Esoterik heißt innerer Kreis, Exoterik äußerer Kreis. Esoterisches Wissen ist das innere Wissen und exoterisches Wissen ist halt das Wissen des äußeren Kreises. Aber das esoterische Wissen hat sich auch nie verschlossen oder so. Die Leute verstehen es nur nicht, weil die Leute dieses Denken nicht gelernt haben. Klar gibt es da viel Quacksalber, die irgendeinen Quatsch erzählen. Die verstehen gar nicht mehr, was sie machen. Aber es gibt auch, es hatte ursprünglich einen Sinn und es steckt eine viel größere Weisheit dahinter, als man annehmen mag. Und wenn man sich dann zum Beispiel mal Pythagoras anschaut, der redet von, ja, erstmal wie er gelebt hat in Askese. Er hat seinen inneren Anhängern gesagt, seinem inneren Kreis, sie sollen nur Rohkost essen, nichts Gekochtes und reines Wasser trinken. Und Pythagoras hat zum Beispiel, er hat gesagt, er kannte die Musik der Sphären, wie man es heutzutage teilweise nennt. Hans Cousteau hat dazu den Ton, die Planeten in Musik umgewandelt. Also wenn man die Frequenzen runterbricht auf Oktaven tiefer und so weiter, wenn man die Umlaufbahnen, die Zeiten hat, dann kann man einen Ton zu jedem Planeten und so weiter erstellen. Und man sagt auch, Pythagoras konnte die Planeten hören. Genauso wie ja Goethe dann schreibt, weiß nicht, wie geht der Spruch nochmal? Dieser Satz von Goethe, wo er sagt, die Sonne tönt in alter Freuden Wettgesang oder so und endet mit lautem Donnerknall oder so. Auf jeden Fall, diese Leute konnten Dinge hören, sehen,
weil sie ganz anders gelebt haben. Die hatten ganz andere Wahrnehmung und Sinne. Das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und Pythagoras sagt mal eben, dass er den Klang der Planeten hören konnte. Und Pythagoras schreibt so viel über irgendwelche Mystik. Oder wenn man sich dann mal Rudolf Steiner anschaut, den kennen wahrscheinlich die wenigsten, weil er nie in der Gesellschaft anerkannt wurde, aber er hat in vielen Bereichen Einfluss auf die Gesellschaft gehabt. Er hat die Dreigliederung der Felderwirtschaft eingeführt oder begründet oder Waldorfpädagogik. Und daher kennt man vielleicht noch, oder die Waldorfschüler kennen halt Rudolf Steiner, ja, Begründer der Waldorfpädagogik. Wenn man dann mal seine Vorträge anhört, dann redet er plötzlich über Reinkarnation, Leben nach dem Tod, über die Evangelien, über Buddha, Jesus, Devachan, lauter abgefahrene Sachen, über Seelenwelten, Geisterwelten, Leben nach dem Tod und so weiter. Und das dann alles für Quatsch hinzustellen. Man soll, nur weil man es nicht versteht, sagt man halt, man versteht's nicht. Aber die Leute haben anscheinend wesentlich mehr erkannt als wir. Und konnten Entdeckungen machen, die wir nicht mal annähernd verstehen. Nikola Tesla. Ich verlinke mal ein Video drunter von Nikola Tesla, ein Interview von ihm. Er sagt auch, alles ist Licht. Redet dann, sagt, es ist ähnlich wie die Yogis oder es mit dem Kundalini und so weiter machen. Und diese Energien, redet er irgendwie über Energien. Er meinte, er hat mit Aliens kommuniziert oder mit Außerirdischen. Und er könnte die Erde teilen mit einer Schwingung und so weiter, wenn er die Frequenz von der Erde trifft und so weiter. Und die reden dann plötzlich über ganz andere Dinge, wenn man sich mal tiefer mit diesen Genies befasst. Und nicht nur so irgendwie das, was man mal in der Gesellschaft gehört hat. Und dann wird es nämlich interessant. Und dann sieht man mal, dass es so viel Schwachsinn ist, der einem erzählt wird. Ja, schaut euch mal an, was Pythagoras sagt. Oder über was der spricht. Pythagoras? Rudolf Steiner? Oder ja, eben Nikola Tesla. Es gibt so viele Beispiele. Die haben ein ganz anderes Denken und Wissen gehabt. Oder auch Leonardo da Vinci und so weiter. Und es war oft auch ein zeitloses Wissen. Leonardo da Vinci hat gesagt, in 500 Jahren werden die Leute mal nicht mit Kutschen durch die vorangetrieben, sondern die werden Kutschen ohne Pferde haben, die von Maschinen betrieben werden. Die hatten ein zeitloses Wissen. Tesla hat auch viel über die Zukunft sagen können, beziehungsweise er wusste, dass es eben, ja, es gibt noch andere Dimensionen und die Zeit ist da gar nicht so ausschlaggebend. Genauso wie wir in der Wissenschaft schon rausgefunden haben, dass Handlungen, die Reaktion auf Handlungen, es passiert Sekunden später. Wir meinen immer, wir würden es frei entscheiden, hätten einen freien Willen oder so. Also gibt's auch irgendwie, denke ich, aber es ist halt alles ganz anders. Es funktioniert anders. Wir reagieren schon vorher, bevor die Dinge überhaupt wirklich passieren. Also die Dinge laufen ganz anders ab, als man sie sich normal vorstellt. Und ja, ich möchte nur mal dazu anregen, dass man mal drüber nachdenkt, was diese Leute da gedacht haben. Den hätte man, wenn der nur das gesagt hätte und keine Erfindung gemacht hätte, die hätten wir alle in die Irrenanstalt gesteckt. Alle in die Klapse. Und die Welt läuft ganz anders ab. Die Dinge, die wahren Hintergründe, die hinter den Dingen stecken, die kann ein Normalbürger nicht mehr erahnen. Und die kann man sich auch nur erschließen, wenn man sich selbst damit beschäftigt und zu Selbsterkenntnis kommt. Das ist immer was anderes, als wenn dir jemand was erzählt. Ich kann nicht einen Weg irgendwo für dich gehen, du musst den Weg irgendwie selber gehen. Man kann einem die Richtung zeigen, aber gehen muss man den Weg selber. Nichts tun und danach Erkenntnis haben geht nicht. Man muss selber an sich arbeiten und dann kommen die Erkenntnisse automatisch. Und Leben beruht immer auf Erfahrung.
Sonst macht's gar keinen Sinn. Du musst die Dinge erfahren. Ja. Und mit dem Video wollte ich einfach nur mal zu anregen, dass man mal seinen Geist ein bisschen öffnet, seine Sichtweisen und sich auch mal andere Dinge anschaut. Und wenn man mal sieht, über was die eben reden, solche Leute, die einfach irgendwelche Universalgenies, dann sieht man, dass es nicht so viel Schmarrn ist, was Verschwörungstheorie und so weiter dann sofort abgestempelt wird. Da ist oft auch was dran. Klar gibt es dann irgendwelche Spinner, die irgendwas auffassen, die es nicht richtig erklären können und so weiter. Aber wenn man sich mit diesen Thesen auseinandersetzt, die diese Leute haben, das ist alles schlüssig. Die erzählen nicht irgendeinen Schwachsinn und kommen dann plötzlich auf irgendwelche tollen Erfindungen oder so. Die hatten ein viel höheres Wissen und eine viel höhere Weisheit als wir. Und ja, das muss man sich mal bewusst machen. Und dann denkt man auch viel offener über Dinge nach. Jo. Macht's gut, Leute. Ciao.